Moin Moin zu einem neuen Video. Ja, es ist wieder Flohmarkt Pickup Zeit. Mein Bruder und ich waren auf dem ersten Flohmarkt in meiner Heimatstadt und war der ergiebig? Das werden wir gleich sehen. Es ist immer wieder schön, wenn man nicht so weit fahren muss für einen Flohmarkt. Wir fahren jetzt hier 10 Minuten hin. Ja, ne, zu Fuß würden wir vielleicht 20 Minuten gehen, aber wir waren in 10 Minuten da und recht früh, auch, naja, was heißt früh, wir waren 7:15 da, also die bauen ja schon nachts um 4 immer auf, es war mir zu früh und die meisten Schnäppchen oder sagen wir mal so, die Game Hunter da, die Händler vor Ort, die grasen ja schon alles ab, bevor man überhaupt eine Chance dazu hat, sofort ja überhaupt noch mal ein Schnäppchen zu machen, weil die ja wirklich Druck machen und schneller als der Wind dabei sind. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, wir haben doch ein paar schöne Sachen gefunden und der Vorteil ist, dass wir ja nicht nur nach Games jagen, sondern nach allem, was uns interessiert, was uns ja interessant vorkommt, was Spaß macht, also im Endeffekt, was an verrückten Sachen in die Sammlung kommt. Genau, so kann man es sagen. Und es ist jetzt ein bisschen wieder sortiert nach verschiedenen Sachen, deswegen fange ich jetzt einfach an, was haben wir gefunden. Also es hat ein bisschen gedauert, bis wir so die ersten Sachen gefunden haben, weil da waren doch viele Klamotten, einige hatten noch nicht ganz aufgebaut, sodass man nicht sehen konnte. Aber wir sind dann bei einem jungen Mann gewesen, der seine Sammlung auch verkauft hat. Da haben wir auch noch einige Spiele mitgenommen und einige Filme. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was wir als erstes dort gefunden haben. Das waren Spiele, ja, aber Brettspiele. Und das erste, was mein Bruder gefunden hat, noch bevor ich mich entschieden habe, das andere mitzunehmen, denn ist Civilization. Und bestimme die Geschichte deines Volkes durch 800 Jahre Geschichte. Ein richtig cooles Brettspiel. Das Brettspiel ist von 19, steht hier noch. Hier steht leider kein Datum drauf. Ist in England hergestellt, aber komplett deutsch. Ihr könnt das auch sehen. Es ist auf jeden Fall etwas, was sehr viel Ähnlichkeiten hat zu dem Computerspiel Civilization. Kann sogar die Vorlage gewesen sein dafür. Ist also eins, was mit Inspiration auch gelegt hat. Auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Leider hat das wohl mal ein paar bisschen Wasser gezogen auf dem Deckel. Aber man sieht es nicht alle Tage und das sollte 10 Euro kosten. Und da hat mein Bruder gesagt, ja, das ist so selten, das nehmen wir mit. Das ist auch abgesehen von diesem welligen, so richtig schöner Schuss oder schönen Schuss. Und wir haben dann hier so eine Brettkarte, die Spielsteine und Karten. Das ist noch alles in sehr gutem Zustand. Und ich sag mal so, dann bezahlt man auch gerne einen Fernkurs, wenn der Zustand stimmt. Und das war auch. Und das Civilization, ja. Ich lege es lieber hin, bevor mir die Karten und sonst wo entgegenkommen. Aber auch, ja, ein richtig schönes, ja, einfach toll gefunden zu haben. Findet man selten und mein Bruder wollte das schon immer mal haben und hatte das schon nachgeschielt und jetzt lag es am Flohmarkt. Und ich denke mal, für einen Zehner, ja, ist ein fairer Kurs. So, und das andere, was ich da gesehen habe, ich fragte einfach nur, was willst du dafür haben? Er sagte, ja, also ich hätte sage wohl 5 und du würdest 4 sagen, also gib mir gleich die 4. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, komm, 4 Euro ist ein absolut fairer Kurs für das Schwarze Auge Abenteuer Basisspiel. Und hier muss ich sagen, hier habe ich auch hauptsächlich mich dafür entschieden, weil die Box in einem sehr schönen Zustand ist. Wir haben das, ich bin jetzt nicht so ein Pen-and-Paper-Spieler, aber sowas kann ich dann auch nicht liegen lassen. Hier drin, ich weiß gar nicht, was alles dazugehört, muss ich ganz ehrlich sagen. 2 ganz normale Würfel. Ich glaube, hier sind nicht solche Würfel normalerweise dabei. Was steht das hier irgendwo? Inhalt. Ja, gut, die Würfel sind nicht dabei. Ein 20-flächiger Würfel. Und 3 6-flächige Würfel, die sind natürlich nicht da. So. Und die anderen Sachen, das gucken wir gleich mal nach. Also hier hinten steht das so schön unten drauf. Dann gucken wir mal, was dabei sein soll. Hier ist eine ganze Menge dabei. So, wenn wir mal gucken. Gucke ich mit euch mal zusammen, ob alles wirklich dabei ist. Also, hier haben wir jetzt einmal das Abenteuerbasisspiel Die Helden des Schwarzen Auges, Regelbuch 1. Das ist auch
richtig schöner Zustand. Hier sind ist natürlich viel Text, das Ganze, wie es funktioniert, und dann auch schöne Zeichnung. Also der Zustand ist wirklich sehr, sehr gut, und das hat auch, ja, es hat, das war die Entscheidung einfach, dass ich auch sage, 4 Euro sind in Ordnung. So, hier steht Buch der Regeln 1 ist dabei. Das Buch der Abenteuer. Ja, also hier steht schon mal, Buch der Regeln 2 ist nicht dabei. Das sehe ich hier nicht, also es fehlt schon was. Naja, aber man kann es zur Ergänzung nutzen, also deswegen, und 4 Euro ist auch nicht so viel. Aber hier das Buch der Abenteuer, 2 Abenteuer aus der Welt des Schwarzen Auges. Auch sehr schöne Zeichnung. Auch hier ein paar Zeichnungen drin, aber viel Text, weil das ist sozusagen die Story, die gespielt wird. So, was haben wir dann? Hier dieser Block, das sind immer wieder dasselbe, wie so ein, ne, wo man einträgt, eben mal seine Daten vom Charakter, die Charakterklasse, welche Fähigkeit man hat, die Stärke sozusagen. Das ist sozusagen der Eigenschaftenbaum oder so. So, das soll dabei sein, die Spielleiter und Heldendokumente müsste das sein. Ja, okay. Also ich habe noch mal irgendwo in meinem Keller ein anderes Schwarze Auge. Ich habe es mehrfach bisher gefunden, aber richtig kaputt. Und ich habe auch schon einiges. Vielleicht kann ich das auch wieder vervollständigen. Die Würfel, ja gut, das sind jetzt normale Würfel. Die bringen mir nicht viel. Nur 3 sechsfleckige Würfel. Gut, das sind ja hier sechsfleckig. 1 bis 6, glaube ich. Nee. So, 4, ja, 6. Also in dem Sinne könnten die auch richtig sein. Aber da schaue ich nochmal nach. So, jetzt haben wir jetzt noch 2 Sachen, die hier drauf sind. Ich habe hier noch 2 Sachen liegen. Und zwar die Karten. Landkarte von Aventurien und Landkarte der Region um Garrett. So, gucken wir mal, welche Karte das ist. Und ihr könnt sehen, das ist sehr, sehr schön gemacht. Das ist die Garrett-Karte. Auch richtig schön. Und auch der Zustand ist top. Wie gesagt, das konnte ich dann für 4 Euro nicht liegen lassen. Und hier haben wir die Karte von Aventurien. Sehr schön. Ja. Macht sich einfach gut in der Sammlung auch. Und ja, ist halt das Schwarze Auge, richtig schön. Ja, auch eine Kindheitssache. Ich habe es früher mal gesehen im Spielzeughandel. Da lagen die Boxen dann oder auch die Regelbücher oder die Spielebücher, die waren dann auch mit etwas härterem oder besserem Umschlag und aber auch immer so in dem Style. Das Buch und mit einem Artwork, und das habe ich immer bewundert. Ich habe es nie verstanden, wie es gespielt wird. Inzwischen weiß ich es, ist nicht meins, aber ja, musste einfach dann jetzt so in die Sammlung. Ja, was haben wir noch gefunden? Dann haben wir eine Sache mitgenommen, das ist aber wohl mehr für unsere Börsenverkaufsstände oder vielleicht auch für meine Schwester. Das gab es für 2 Euro und irgendwie haben mein Bruder und ich haben gesagt, okay, komm, nehmen wir mit. Das ist jetzt so ein Ständer, so ein Acrylständer, wo man 4 Fächer hat und da was reinstellen kann. Leider passt, ich habe hier eine DVD auch, die passt da nicht rein. Das ist mehr so Postkarten, aber wir haben gedacht, ach komm, 1,50 Euro habe ich gedacht, nimm es mal mit. Ist in sehr gutem Zustand, das hat auch Ausschlag gegeben und ja, warum nicht? Ich nehme genug Schwachsinn mit, das wisst ihr ja. Genau, und dann habe ich noch gefunden, Merchandise kann man fast so sagen. Und zwar habe ich gesehen, da waren Becher. Becher von das Dschungelcamp. Na Quatsch. Nicht das Dschungelcamp. Von Dschungelbuch. Dschungelbuch 2. Hier so ein Becher. Könnt ihr sehen, richtig schönes Motiv mit Mowgli und dem Elefanten. Und da hatte 3 Stück da stehen. Ne, hier mit Mowgli und dem Mädchen, was er ja am Ende des ersten Films auch kennenlernt, wo er dann ins Dorf sozusagen zieht. Und hier haben wir, das ist auch ein mega schönes Bild, und Baloo. Es wirkt, könnte auch zum ersten Teil sein. Ich weiß nicht, ob es Merchandise ist, was rausgebracht wurde, als der Film auf DVD, nee, auf VHS kam er ja noch vorher raus und später auf DVD. Ja, ich weiß, es gibt noch eins mit Bagheera, dem Panther, aber ja, ich fand die ganz gut. Der wollte erst 2 Euro das Stück haben und ich habe dann noch überlegt und er sagte dann, wenn du alle 3 nimmst, hier 1 Euro. Ich gesagt, komm, 3 Euro, ich mach's nicht verkehrt.
und bekommst diese wunderschönen Becher. Und ich habe da mal geguckt, die gehen so online so um die 10 Euro das Stück. Also es ist schon eine kleine Wertanlage, nein, Spaß beiseite, aber nur mal so einen Vergleich zu haben. Es ist jetzt nicht unbedingt sehr günstig, das Teil. Ja, so, was haben wir noch, habe ich noch gefunden? Ich gucke ja auch immer nach 3 Fragezeichen Büchern und so weiter. Ich habe da ein Buch, habe ich liegen lassen, aus Versehen, habe ich erst gezögert, da habe ich gedacht, habe ich nicht, bei der zweiten Runde war es dann auch weg, dann spielt es auch keine Rolle mehr. So, dieses Buch, das wusste ich, das habe ich noch nicht. Da hatte ich mal überlegt, es zu kaufen. Hat leider einen kleinen Coverschaden, aber ich habe es für 2 Euro mitgenommen. Und das ist das Manuskript des Satan. Und ihr seht, hier, es ist geklebt worden. Ich bin da auch nicht mit dem Föhn beigegangen, habe versucht, diese Folie wieder abzumachen. Ich vermute mal, dass hier oben es gerissen ist, eingerissen ist und es wurde dann geklebt. Ich fragte auch eben halt, ob es eingerissen ist und die Mutter von den Kindern sagte, ja, ist es leider. Es ist ja auch hier an für Daniel gewesen, das ist reingeschrieben, aber das macht nichts. Ich geschrieben übrigens von Hendrik Buchner und das ist auch schon als Hörspiel umgesetzt worden. Ja, ich lese ja diese Bücher manchmal ganz gerne und ja, 2 Euro habe ich jetzt auch nichts falsch gemacht. Ja, und nicht falsch gemacht haben wir wohl auch nicht, als wir die Filme uns ausgesucht haben. Wir haben eine ganze Menge Filme gefunden. Also es ist ja so wirklich so, dass die Leute viel mehr ihre physischen Medien abstoßen und wir haben sehr, sehr viel Blu-rays diesmal gefunden. Auch ein paar außergewöhnliche. Die meisten werden in unserer Sammlung bleiben, weil wir auch abgegradet haben, die Sachen. Also gerade auf Blu-ray. Aber ich habe auch ein paar DVDs mitgenommen. Und zwar eine DVD, ich habe sie nur wegen dem Cover mitgenommen. Tut mir leid, das ist so, wo ich habe es auf Blu-ray, aber ich musste das mitnehmen. Es war einfach nur toll. Wo es klebt hier an einer Stelle noch. Ja, die Sticker, die war auch mit Altersfreigabe, das habe ich abgemacht, aber ja, was soll ich sagen? Die kleben irgendwann bestialisch. Auf jeden Fall, was habe ich mitgenommen? Dieses Steelbook von Terminator, die Erlösung. Und ich fand es wegen dem Cover so mega. Auch hier auf der Rückseite. Richtig cool. Hier auf der Rückseite war nochmal dieser Zettel, der ist noch dabei, der habe ich abgelöst. Es kommt noch eine schöne Schutzfolie. Und ich finde, manche Steelbooks, die musste ich einfach sammeln. Und ähnlich ging es mir auch bei dem hier. So, das ist noch eine andere Kategorie. Bei dem anderen Steelbook, was ich noch hier in der Hand habe, aber das will ich gar nicht, weil ich will erstmal mit DVDs weitermachen. Das andere, was ich noch an DVD gefunden habe, ist hier diese Box, die ist noch sealed, von Thunderbirds. Gary Anderson Thunderbirds Collection, sind 2 Filme drin, diese Puppentrickfilme. Es gibt auch eine Realverfilmung inzwischen davon, aber ursprünglich sind das Puppentrickfilme aus den 60ern. Die sind von 66 und 68, das sind 2 Filme, die auch im Kino in England gelaufen sind. Thunderbirds Are Go und Thunderbirds 6. Ja, richtig gut gemacht. Also hier stehen die Filme drauf und beides auf der Kassette. Er wollte 2 Euro dafür haben und das habe ich auch gegeben und das kostete, sollte auch 2 Euro kosten. Wir haben es noch mit anderen Blu-rays zusammengemischt und damit haben wir dann ein bisschen bundlemäßig ein bisschen weniger bezahlt. Ich habe jetzt hier eine ganze Menge Blu-rays und die haben zwischen 1 Euro und 3 Euro gekostet. Aber wenn wir jetzt das Ganze runterrechnen durch die ganzen Gesamtbundles, habe ich nicht mehr als 2 Euro pro Blu-ray bezahlt. Also das 2 Euro wäre schon sehr viel. Ja. Genau. Und das Witzige ist, ich nehme es nochmal vor, zwischen den ganzen Blu-rays, in den Blu-rays zwischen, waren 2 DVDs. Und zwar einmal die DVD, also nur die Disc von 23. Hier habe ich nur einen Schutz andere Höhlen gepackt, weil die lose dabei waren. Und hier Phineas und Ferb, der Film. Ja. Haben wir aber erst hinterher gesehen, sonst hätten wir die da gelassen, weil vielleicht dann sonst der Film da ohne etwas liegt. Das gibt es ja auch. Ja, gut. Und jetzt kommen die ganzen Blu-rays, die wir gefunden haben. Richtig schöne Sachen dabei. Und zwar einmal, die hatten wir bisher nur auf DVD, die sind jetzt abgegradet worden. Die Oceans 11 bis 13 Box ist leider beschädigt, hier oben eingerissen. Aber gut, das macht nichts. Die Filme sind im Top-Zustand. Ja, und ja, die wollten wir dann in die Sammlung haben. Dann habe ich noch mitgenommen und ich dachte ja noch mal ein anderes Steelbook und zwar dieses Steelbook von The Fast and Furious 1. So ein Querformat, richtig cool.
hier hinten eben schön aufgemacht und da ist nichts weiter als der Film drin. Aber ich fand es wegen dem Steelbook irgendwie cool und ab und zu, ja, wie hier auch, habe ich zugegriffen wegen dem Steelbook. Gut, so, und dann zeige ich euch jetzt weitere Filme, die wir gefunden haben. Wie gesagt, durchschnittlich haben die, kann man sagen, 2 Euro gekostet. Und ja, so schöne Sachen dabei. Also hier haben wir Kindsköpfe. Wollte mein Bruder mal sehen und ich sehe gerade, hier ist noch ein Preisschild mit 5 Euro drauf. Das haben wir nicht bezahlt. Das haben wir wirklich nicht bezahlt. Na, komm, jetzt kriege ich noch. Kriege ich das ab? Ne, muss ich in Ruhe machen, reicht es gerade. Also gut, das lege ich mir mal so hin, dass ich weiß, das kommt nach oben. Naja, egal. Ist egal, ich weiß ja das noch. So, der nächste Film ist Dwayne The Rock Johnson und Billy Bob Thornton, Faster. In dem Sinne, der hat ja für 1 Euro gewesen, da haben wir gesagt, komm, nehmen wir mit. The Rock hat einige gute Filme, ein paar schwächere, aber gut. Der Film, den guckt man auch nicht so oft, aber gut. Wir haben jetzt in letzter Zeit so viele Filme abgegradet und mitgenommen und dann für 1 Euro macht das wirklich nicht viel. Genauso wie dann auch dieser Film, der war auch dabei, Snitch, ein riskanter Deal mit The Rock. Ja, der beste The Rock-Film des Jahres. Gut, das ist sicherlich Geschmackssache. Ja, was kam es dann noch? Real Steel mit Hugh Jackman, den hatten wir noch gar nicht. Irgendwie ist der immer wieder liegen geblieben oder der Zustand war, der Blu-ray war so schlecht beim letzten Mal, wo wir den gesehen haben. Hier haben wir auf dem Flohmarkt ihn 2-3 Mal gesehen plötzlich, aber manchmal war er nie da und ja, als wir ihn haben wollten, wie gesagt, immer im schlechten Zustand, jetzt super, in gutem Zustand eben halt und lohnt sich. So, und hier ein Animationsfilm, der gar nicht so schlecht ist und weil Ryan Reynolds im Original die Schnecke Turbo spricht, Turbo auf Blu-ray von DreamWorks, ja, warum nicht? Das auch für unsere Jackie Chan Sammlung wichtig. Jaden Smith und Jackie Chan in Karate Kid, dem Remake. In dem Sinne macht ja Jackie Chan die Fortsetzung gerade zu seinem Lehrmeister sozusagen, seiner Version. Ja, dann noch ein Film, den ich immer gucken wollte, noch nicht so gekommen bin. Alice im Wunderland hinter den Spiegeln. Das ist die zweite Verfilmung mit auch mit Johnny Depp als Mad Hatter und Anne Hathaway. Und Mia Wasikowska, Helen Bonham Carter und Sacha Baron Cohen. Ja, den kann ich noch nicht und irgendwie den gab es ja jetzt auch ganz günstig und dann kann man ihn auch mal sich angucken. Ich meine, klar kann ich auf Disney Plus, aber ich bin ja immer mehr der physische Gucker. Gut, den Film hatten wir bereits, aber irgendwie er war so dabei und dann haben wir ein paar Highlights, 1-2 mitgenommen. Black Widow macht man auch nichts verkehrt. So, die nächsten Filme, Handvoll und dann war es das auch und dann kommen nur noch Games, Leute, jetzt kommen noch Games. So, hier, ja, Rest in Peace Paul Walker kann man immer nur sagen. Wheelkill 19 kenne ich aber gar nicht, aber ja, haben wir ihn mitgenommen. Findet man auch nicht, haben wir noch nie vorher gesehen und ja, dafür konnten wir ihn dann mal mitnehmen. Ja. Und hier habe ich mitgenommen, weil ein Mini-Weihnachtsmovie von den Minions drauf ist. Nein, es geht um Illuminations, der Grinch. Soll richtig guter Animationsfilm sein. Und die Macher von Ich einfach unverbesserlich und eben halt die Minions sind sehr gut und sehr lustig und ja, ähnlich wie die Pixar-Macher. Und deswegen haben wir es gesagt, nehmen wir mit. Und deswegen auch von den Pixar-Machern, da hatten wir die Blu-ray mitgenommen. Die hat wohl 3 Euro gekostet, einzeln, aber zielt noch. Luca. Ja, ein sehr schöner Film und bei Pixar macht man auch nichts verkehrt, also haben wir gesagt, nehmen wir mit. Ja, als weiter, jetzt kommen ein paar, na gut, nur ein paar, dann geht es mit anderen Sachen weiter. Hier haben wir noch Disneys Der König der Löwen von Jon Favreau, die Realverfilmung, hatten wir auch noch nicht in der Sammlung. Disneys Vaiana, der jetzt real verfilmt wird, hier noch die Animationsversion, auch wieder ein The Rock Film übrigens, der nämlich den Charakter hier im Original spricht. Ja, also wie gesagt, hatten wir noch nicht. Ja, dann noch 3 Filme und wie gesagt, durchschnittlich, weil einige haben dann später mal beim Händler 3 Euro gekostet und diese hier zum Beispiel haben jeweils nur 1 Euro gekostet und da haben wir gesagt, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch ein sehr guter Film und zwar von Christopher Nolan, Memento mit Guy Pearce, Carrie Ann Moss und Joe Pantoliano.
wie gesagt, für 1 Euro, ja, gehört einfach dann auch eine Sammlung bei Christopher Nolan durch die Batman-Filme, dann auch jetzt durch die ganzen anspruchsvollen Filme wie Oppenheimer. Ja, da muss man auch eins seiner Erstwerke mitnehmen. Genau. Dann auch hier ein Film, das ist das, der hier heißt Oddboy, das ist das Original wohlgemerkt, der ist koreanische, auch richtig cool. Das, wie gesagt, für 1 Euro. Ja, ist geremaked worden, ich glaube mit Josh Brolin, wenn ich das richtig erinnere. Auch sehr erfolgreich übrigens geremaked, ja. Und ein Film, der wird wohl nicht in meiner Sammlung bleiben, aber sieht man selten und ist auch vielleicht gutes Tauschmaterial, der Babadook. Ich habe ihn gesehen, damals in der Presse, da ich ein Interview mal mit der Regisseurin machen sollte. Kam leider dann nicht zustande, aber so sind die Dinge manchmal. Und ist ein sehr, sehr spannender Gruselfilm, ohne richtige Horroranleihen zu haben. Aber ja, sehr, sehr gut gemacht mit vielen Suspensen-Ideen und diesen ganzen Sachen. Es geht auch, da gibt es auch so ein Kinderbuch, was sich verändert, wo diese Geschichte von Babadook erzählt wird. Richtig gut gemacht, also ist sehenswert. Also wirklich, wer Gruselfilme mag, so dieses unheimliche Geisterhafte, der ist da richtig aufgehoben. Es ist jetzt kein Splatter und kein Horror in der Richtung, aber es ist Gruselhorror. Ja, so, das waren die ganzen Filme. So, und die keine Filme sozusagen, die jetzt Games nicht mögen, können abschalten. Ne? Also denen sage ich tschüss, dann Spaß beiseite. Kommt, ihr wollt ja auch sehen, was ich an Games gefunden habe. Der Anfang macht für 2 Euro eine Mütze. Ich habe ein Cap gefunden, das fand ich richtig cool. Das habt ihr ganz am Anfang schon gesehen. Von Nintendo. Ist auch offiziell von 2017, auch ungetragen. Eben halt mit dem Controller. Ich fand das mega. Mega. Für 2 Euro. Ich habe erst gedacht, das ist eins dieser Nachmachungen. Hier hinten steht auch Nintendo Entertainment System drauf, und ich habe dann geguckt und hier drin steht wirklich auch Nintendo, Copyright by Nintendo, und dann ist es für mich auch ein offizielles Merchandise-Produkt. Und ja, dann habe ich gedacht, das nehme ich mit für 2 Euro. Hallo, 2 Euro, da kann man noch nicht nein sagen. Genau, bei dem Händler, wo wir die Brettspiele hatten, der hat noch ein paar Games. Da waren jetzt 2 PC-Spiele, die ich dann auch noch mal mitgenommen habe. Das eine ist für meinen Bruder, das eine ist für meine Sammlung, eigentlich nur, weil ich das Steelbook mag. Ja, wirklich, wegen dem Steelbook habe ich mir mitgenommen. Overlord Raising Hell ist fürs PC, aber es ist mega aus. Also auch sehr schön Zustand. Die Zustände von den beiden Spielen, die wir gekauft haben. Wie gesagt, diese Zustände von denen sind fast auch da. Kleine Mängel, aber hier auch sehr gut, auch wenn es zu unvollständig ist. Ja, auch hier alles dabei. Es ist halt ein PC-Spiel. Trotzdem, ja, ich habe es auch auf Konsole, aber bei so einem schönen Steelbook kann ich dann für einen schmalen Taler wirklich nicht nein sagen, und das war wirklich ganz wenig. Das auch für die Sammlung, auch für meinen Bruder. Die Limited Edition, wie gesagt, auch der Zustand ist mega. Total War Shogun 2, Fall of the Samurai. Auch richtig toll. Limited eigentlich nicht wegen jetzt ein Steelbook oder so, sondern weil da so ein paar DLCs bei sind oder beziehungsweise Limited Edition, hier steht, beinhaltet das exklusive Saga-Fraktionspack und ein doppelseitiges Poster mit 2 einzigartigen Artworks. Gut, das Poster ist auch noch da drin, aber das können wir uns nochmal angucken. Wenn es einzigartige Artworks, achso, cool, kann man sogar aufklappen. Oh, echt toll. So, hat 2 einzigartige Artworks. Gut, dann wollen wir uns das nochmal angucken, das Poster. Ist ja hier drin. Ganz, ganz komisch geknickt. Man mag es gar nicht aufklappen. So, da könnt ihr das sehen. Ah, es ist, na gut, das ist das Cover. Poster. Und hier dieses Bild, was ich da auch schon in klein gesehen hatte. So war das gemacht. Ist ein Handbuch drin und ja, ein paar DLCs und so weiter. Die werden wahrscheinlich schon eingelöst sein, falls es gespielt wird. 3 Disketten, alles im Traumzustand. Also richtig schön. Und wie gesagt, auch weil mein Bruder ja auch eine große PC-Sammlung hat,
Und man muss ja nicht immer DLC haben. Da hat sich wirklich gelohnt. Wie gesagt, das andere Artwork habt ihr hier nochmal. Vielleicht etwas besser zu sehen bei dem Poster. Ohne Schrift, das hätte ich jetzt erwartet, aber ich bin schon nicht zittere, weil mir jetzt gerade rausgerutscht ist, das Spiel. Oder auch das Cover. Richtig schön. Und wie gesagt, ich habe jetzt für beide zusammen, ich glaube, 5 € bezahlt, 2,50 €, das ist völlig okay. Ja, womit gehe ich weiter? Gut, dann mitgenommen, das war im Bundle mit drin, da hat einer wirklich für 1 Euro, na, für 2 Euro das Stück, waren das die DVDs, Blu-Rays verkauft. Da haben wir dann zum Beispiel Black Widow mitgenommen. Ich habe, glaube ich, 3 Filme, eigentlich wollte er 2 Euro das Stück haben. Und dann war ein PlayStation 4 Spiel zwischen. Haben wir zwar schon gehabt, aber man fragt ja trotzdem, wenn er sagt, alles ab 1 Euro und so weiter, haben wir das zusammengepackt, war auch das einzige PS4 Spiel dazwischen. Ist auch vollständig und sehr guter Entschuss. Ja, und ich habe, glaube ich, 8 Euro bezahlt für 3 Filme und das Spiel. Ne? Kann man nichts sagen. Und das handelt sich um Man of Medan für PlayStation 4 von The Dark Pictures Anthology. Ein richtig gutes Story-basiertes, ja, erlebtes Spiel. Man ist so ein leichtes Adventure mit Entscheidungen, die verschiedene Enden preisgeben und so ein bisschen, ja, man kann selbst entscheiden, wie die Geschichte sich entwickelt. Auch mit großartigen, echten Schauspielern eben halt, die digitalisiert wurden, erstellt. Hier ist, glaube ich, Sean Ashton oder sein Bruder, das sind ja Zwillinge, einer von beiden, Sean Ashmore, ist, glaube ich, da dabei. Und das ist eben halt auch von den Machern von Until Dawn, wo ja auch sehr viele bekannte Schauspieler dabei waren. Also wie gesagt, das gab es dann in dem Sinne für 8 Euro mit 3 Filmen. Und rechnet euch aus, das ist ein Schnapper. Genau. Dann hab ich auch ein Spiel gefunden, das war ich mir, ja, werde ich gleich machen im Anschluss. Ich habe jetzt ein anderes Spiel noch in der Hand, das hat mein Bruder auch noch mal durch Zufall gesehen, bei dem, wo ich das Nintendo Cap gekauft habe. Das haben wir schon bei der ersten Runde gesehen, bei der zweiten Runde hat das mein Bruder es dann mitgenommen. Und zwar ging es darum, dass er dieses Game Gear Spiel gefunden hat, Land of Illusion von Mickey Mouse. Nur das Modul, der wollte erst 15 Euro haben, das fand mein Bruder ein bisschen zu teuer. Bei der zweiten Runde haben wir uns dann nochmal unterhalten, dann hatte ich auch das mitgenommen, das Cap, und dann sagt er, komm, mach mir hin und her ein bisschen reden, ja, gib mir einen 10er und das ist absolut fair für das Modul. Noch ein sehr gutes Jump-and-Run-Spiel mit Mickey Mouse, kann man wirklich machen. Ja, gut, kann man machen. War auch das, was ich jetzt gemacht habe, noch wo ich mein Game gekauft habe. Und das habe ich mir auch gekauft, war eben durchs Bundeln. Und ich weiß, dadurch, dass ich das schon habe, wird mich das auch verlassen. Das ist also Tauschware. Das andere war, ich war bei einem Game-Händler, der traurig mit seinen Sachen umgeht. Also die Spiele sind ziemlich zerfallen. Ich bin da bei den PlayStation 2 Spielen und 1 Spielen durchgegangen. Das, was ich in der Hand halte, habe ich bei den PlayStation 1 Spielen gefunden. Aber bei den PlayStation 2 Spielen, er hat da echt geniale Dinger zwischen gehabt. Die wären auch 30, 40 Euro wert gewesen. Mindestens. Wie zum Beispiel Armored Core 2. Top Spiel, das ist ein Battle-Spiel, sieht man echt häufig. Aber da hat der Regen das schon so kaputt gemacht. Die Hülle war zerbrochen. Es war traurig, es war zermanscht und so. Und ähnlich ist auch hier gewesen, aber das habe ich mitgenommen, weil der Teil, der kaputt gegangen ist, der ist austauschbar wie die Hülle. Und zwar habe ich bei den PlayStation 1 Spielen plötzlich rauslugern gesehen eine Promo. Und zwar die Promo von Heavenly Sword. Auf der PlayStation 3 sogar. Also hier ist die Promo, ich habe eine neue Hülle genommen. CD ist fast in Ordnung. Also ich habe die... hat ganz leichte Flecke noch, ich werde sie wohl überpolieren lassen. Aber ansonsten, man findet die Promo nicht so häufig und ich bin ja auf dem Promo-Trip, wie ich schon in einem anderen Video gezeigt habe, und das habe ich mitgenommen. Das Handbuch, das ist eigentlich dabei, aber das werde ich mir irgendwie mal gucken, ob ich es einzeln finde, weil das muss ich wegschmeißen. Ihr könnt sehen, das kriegt man nicht mal mehr auf, hier oben kaputt gemacht, das ist verklebt, das ist
Ich wollte es euch nur noch mal zeigen, das wird mich verlassen in den Müll, weil das ist Müll. So sieht das aus. Und so sahen seine ganzen PlayStation 2 Spiele und ein Spiel aus. Ne? Die waren, das war Müll, wenn man nicht was zur Vervollständigung braucht. Und dann sagten wir ihm wirklich so, du hast dann 20-Euro-Titel. Jetzt ist es aber nicht mal mehr 2 Euro wert. Ja, dann kam da so, ja und? Ja, und aber wenn du fragst, wie viel, ne, ich habe jetzt hier 4 Euro für bezahlt für die Promo, was noch ging. Wollte 5 haben, das war auch schon, ja, eigentlich für den Zustand zu viel, aber ich habe da versucht, so neutral, ich sagte, das ist doch nur die CD, komm, ja, Handbuch ist ja schon Matsch, und dann habe ich, okay, 4 Euro, und das fand ich dann okay, weil man sieht die nicht oft. Aber es war eigentlich für das, wie es ist, zu viel, man hätte weggehen müssen, aber da man Promos nicht so häufig findet, war das dann völlig in Ordnung, und da er das nicht gerafft hat, war es auch ganz gut so. Ja, ganz anders war das noch bei einem anderen, bei einer Händler, nicht Händlerin. Das war eine private, die hat sehr viel private Sachen verkauft. Und da sahen wir Mega Drive-Spiele. Gut, wir waren jetzt schon, naja, wir waren nicht spät, aber auch nicht früh da, zu früh da. So deswegen weiß man auch, wenn man dann ist, dass die Game Hunter, der Händler, schon nachgefragt haben. Wir haben dann eben halt ein schönes Spiel gesehen. Als allererstes da. Und zwar haben wir da gesehen, Echo the Dolphin. Das war ganz oben. Das hat mein Bruder auch gleich in die Hand genommen. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht auf Mega Drive, nur durch die Konvolute sozusagen auf diesen Mega Drive Mini. Meine Schwester hatte es. Ich glaube, darüber haben wir es gespielt. Ich habe, glaube ich, Teil 2 von Echo the Dolphin. Naja, und das wollte sie 18 Euro haben. 20, nee 18, und mein Bruder hat dann gesagt, okay, komm, 15 bezahle ich dafür. Und dann waren da noch 5 andere Spiele dabei. Also das ist auch vollständig. Auch der Zustand ist, abgesehen, dass die sehr dreckig waren, die Boxen selbst, aber innen drin eigentlich ein sehr schöner Zustand. Sie hatte auch noch ein Castle of, nee, ich glaube nicht ein Castle, ich glaube Land of Illusion auch für Mega Drive. Da fehlte aber das Modul, das ist dann wohl rausgefallen. Also sie hatte das nie auf dem Tisch, das ist also nicht geklaut worden, aber es ist wohl zu Hause noch liegen geblieben. Ja, ich habe jetzt auch gesagt, bevor sie die Hülle wegschmeißt, soll sie, die ist auch was wert mit dem Handbuch, das war noch drin. Weil ich finde es schade, wenn es dann in den Müll wandert, nur weil das Modul nicht mehr dabei ist. Aber egal, das haben wir dann mitgenommen, und dann kam auch schon so ein Händler angerannt. Der wollte dann unbedingt die anderen 5 Spiele haben, das sind Sportspiele, kann ich euch so sagen. Sie wollte aber auch, wie gesagt, 18 Euro das Stück haben. Und also, ja, gibt dir 2 Euro pro Stück. So, und so weit hat sie gesagt, nee, will ich gar nicht. Und sie hat sich auch damit schlau gemacht, was die Spiele kosten. Und hat deswegen gesagt, komm, mach ich nicht. Ja, und dann ging er auch beleidigt weg. Also ich glaube nicht, dass er mehr als 3-4 Euro bezahlt hätte pro Stück. Mein Bruder sprach dann noch, und dann fragte er so, sagte, Mensch, es kam so ins Gespräch, Mensch, ich würde ja, hätte die fehlen mir alle, aber weil Mega Drive hat man ja nicht so viele doch, und so sind aber auch nur Sporthits, sind nicht so gut. Dann sagte sie, komm, ich gebe dir für 11 Euro pro Stück alle, wenn du alle nimmst. Dann hat mein Bruder gesagt, komm, okay, 55 Euro, klingt viel, aber die gehen ja auch so um die 20 Euro teilweise weg, und bei Händlern und so weiter. Und die Zustände sind teilweise wirklich gut. Und ja, haben wir gesagt, hat er gesagt, komm, nehme ich da mit. Also hat er sie mitgenommen, 55 Euro für 5 Stück, 11 Euro das Stück. Und das kann man machen. Und hier haben wir jetzt sogar 3 Spiele in einem. Und zwar sind das wirklich 3 verschiedene Module mal gewesen, und die sind jetzt auf einem. Ne? Ja. Aber auch ein Multi, also Multi-Handbuch, wo alle 3 Spiele drin sind, sogar mit Cheatcodes. Ja, hier richtig gut. Alles noch drin, das Modul, Handbuch hier unter dem Zettelchen. Und zwar handelt es sich um Super Monaco, das ist ein Autorennspiel, Wimbledon und Ultimate Soccer. Also einmal Tennis, Fußball und Autorennen. Sehr schöner Zustand, Tasche dran, wunderbar. Ja, kann man machen. Was einem übrigens auch etwas interessant ist, da hat mein Bruder nochmal drüber gesprochen, man überlegt ja auch immer Ersatzhüllen, aber ihr müsst mal darauf achten, hier drin sind oftmals andere Logos drin reingeprintet, nämlich je nachdem, von wem das Spiel ist. Hier, da steht Sega drin, weil es ist von Sega. Ich habe hier noch ein Konami-Spiel, wie nämlich hier auch ein Rennspiel, Nigel Mansell's World Championship Racing, auch ein F1-Spiel. Und hier werdet ihr
Also auch alles schöner Zustand. Hier steht Konami drin. Das kann man nicht sehen, aber müsst ihr mal glauben. Und das macht eben halt die Unterschiede aus. Und auch wenn man Hüllen tauscht, wenn man Hüllen tauscht, dann müsste man darauf achten. Ja, also wie gesagt, wunderbar. Ja, und bei EA Sports habe ich jetzt auch noch so ein Spiel. Und dann dem einzigen Spiel, wo auch leider das Handbuch fehlt. Steht auch EA. Das zeige ich euch auch gleich. Aber wie gesagt, das hier auch sehr schöner Zustand. Es war sehr eingestaubt, was lag auf dem Dachboden oder im Keller. Aber das Reinigen von einer halben Stunde hat sich gelohnt. Ja, und hier haben wir jetzt auch ein Spiel. Ist nicht das beste Spiel, ein Mega Drive Spiel. FIFA 95, Soccer, Fußball. Ne? Nicht das Beste. Hat mal 129 D-Mark gekostet bei Karstadt. Ich gucke gerade, ich sehe hier keinen deutschen Text, interessanterweise. Das ist die englische Version, weil hier steht auch Zocker. Interessant, das ist die englische Variante sein. Und hier könnt ihr auch sehen, dass EA-Module sind oftmals ein bisschen anders und da steht EA drüber. Ja. Ja, das könnte das englische Modul sein. Ich weiß, Karstadt hatte ab und zu mal ein paar Importe, im Anführungsstrichen, aus Frankreich oder aus England, die auch verkauft wurden. Ja, das nächste Sportspiel, ich sage ja, es sind nur Sportspiele, ist Ayrton Senna's Super Monaco GP2. Auch richtig gut. Auch dabei und hier seht ihr, top. Also im Nachhinein 11 Euro, ja. Das sind zwar Sportspiele und wie gesagt, bei FIFA fehlt die Anleitung, macht es aber, ist nicht schlimm. So, und das letzte Spiel und interessanterweise, ich weiß nicht, wie selten das ist, aber, selten wird es nicht sein, aber ein Teil davon wird, glaube ich, nicht mehr in jedem Spiel drin sein, das zeige ich euch gleich. Es geht um Sega Mega Drives, von US Gold ist das, Mega Drives auf dem Mega Drive, Mann. Da muss ich auch versprechen, tut man sich auch mal. Olympic Gold, eine Olympischen Spiele von dem von Barcelona 92, den Olympischen Spielen. Das Spiel, hier seht ihr das, verschiedenste Disziplinen, wie es so typisch ist, wie auch früher auf dem C64, World Games, Summer Games und so weiter. Hier kann man auch verschiedene Disziplinen machen, Hammerwerfen sehe ich, Stabhochsprung, Turmspringen, Hürdenlauf, Staffellauf. 100 Meter Lauf, 100, 200 Meter Schwimmen, Bogenschießen, also eine Menge Disziplin. Aber hier oben steht begrenzte Auflage, gratis Souvenirheft. Steht hier oben. Und das ist noch hier drin. Also hier könnt ihr auch sehen, wunderbar, alles noch drin. Und hier steht auch Sega drauf unten. Und hier könnt ihr sehen, das ist dieses Souvenirheft, begrenzte Auflage. Das sieht man nicht alle Tage. Ist jetzt nicht viel Besonderes da drin, das ist im Endeffekt steht ein bisschen was über Sportler, über die Olympiade an sich, dem Sport sozusagen der Olympischen Spiele, über Barcelona, so mit allgemeinen Bildern. So ein bisschen Regeln der Olympiade. Ja, das sieht man nicht alle Tage, dass das dabei ist. Meistens dann nur das Handbuch dann dabei. So, das war's. Das war die Flohmarktausbeute, wenn man so will. Es ist zwar nicht mein erstes Flohmarkt-Video, was ich jetzt euch gezeigt habe, aber es war der erste Flohmarkt, der wirklich in meiner Stadt war. Und etwa einmal im Monat findet der jetzt bis September, sage ich mal, statt. Und ja, mal sehen, was wir noch finden. Diesmal war es richtig ergiebig, finde ich. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Ne? Und liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Was sagt ihr? Nennt mir eure Highlights. Ich habe hier eine ganze Menge Kleinigkeiten von der Promo, die ich trotzdem sehr gerne habe, von den schönen Bechern, aber auch von dem Nintendo Cap. Ja, richtig schöne Sachen dabei. Und ja, dann sage ich nur Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal.